Helene? Ja, sehr schöne Bilder. Ich habe auch das Gefühl, du möchtest demnächst dich mal auf die Lauer legen und mal Kraniche fotografieren. Ja, könnte so ein Hobby werden. Sag mal, du bist 1988, 4 Jahre warst du da alt. Ne? Ja. Da seid ihr damals von Sibirien nach Rheinland-Pfalz umgesiedelt, ja, sagt man so. Mhm. Warum habt ihr euch eigentlich als Deutschland als Familie so als Ziel gesucht? Na, es ist so, wir haben ja deutsche Wurzeln. Also meine Vorfahren waren Deutsche und für meine Großeltern war es eigentlich ein jahrelanger Traum, ein Wunsch, endlich wieder in ihre alte Heimat Deutschland zurückzukehren. Das hat nur eben sehr viele Jahre gedauert. Also wenn man die Geschichte der Russlanddeutschen verfolgt, dann teilen viele unser Schicksal. Also jetzt weniger meins, sondern eher das Schicksal meiner Großeltern, meiner Mutter, wobei die auch nicht so betroffen waren. Also meine Eltern sind ja einfach nur in Russland aufgewachsen, haben da eigentlich fast ihr ganzes Leben lang verbracht und sind dann einfach 88 mit der ganzen Verwandtschaft, also wir haben auch niemanden mehr in Russland, sind wir dann einfach in die ursprüngliche Heimat wieder zurückgekehrt, sagen wir mal so. Und die Omi ist diejenige, die zu Hause für das Musikalische so ein bisschen verantwortlich ist, ne? Ja.